Vielen Dank, dass Florentina und Jette hier sind, meine beiden Töchter, die von Anfang an auch miterlebt haben, damals in Hamburg, meine Suche, meine Recherche um das Werk Richard Müller herum. Heute bin ich gerade zurückgekehrt von der Buchmesse aus Frankfurt, wo ich ein biografisches, selbstgeschriebenes Buch hinterließ, was heißt Undressed. Also ausgezogen, aber nicht nackt, aus einem Leben mit mir, was auch typisch denn wohl für mich ist, diesen Untertitel so zu wählen, weil es hätte ja auch ein anderes Leben sein können. Das des Malers, das des Schreibers, das des Designers, des Modeschöpfers, des Familienvaters, des DDR-Bürgers, des Heimkehrenden, des Suchenden, des Heimgekehrten, des Erfolgreichen, des Oberflächlichen, des Verwöhnten und Schicksalverwöhnten. Ich bin in die Mode gegangen, weil ich nicht so viel gestehen wollte, so viel Biografisches preisgeben wollte, so mich in den Märchen verfing, die ich gelesen hatte, die auch nie eindeutig sind. Ich denke nur an Hans Christian Andersen, die sieben Schwäne, wo der eine Schwan, dann halber Schwan, halber Mensch blieb, weil sie die sieben Nesselhemdchen nicht geschafft hatte, die sie auf dem Scheiterhaufen strecken sollte. Ich denke an den Fisch, die Seejungfrau, die ihren Fischschwanz, ihre Stimme, ihre Zunge, ihre Haare opferte, um menschenähnlich zu sein und doch nicht erkannt wurde vom Prinzen. An all diese Vexierbilder, in denen ich mich aufhalte. Die Mode, aber die doch die Oberfläche zeigt und eine sehr opportunistische Verabredung mit dem Zeitgeist darstellt, enthüllt oft viel mehr, als uns lieb ist. Es zeigt, dass wir buhlen um die Anerkennung anderer, von Frauen vor allen Dingen, und sie können ganz schnell uns ablehnen. Und so haben wir komischerweise, die Modeschöpfer, doch auch ein seltsames, ambivalentes Verhältnis gerade zu der sogenannten Frau an sich, weil sie uns dominiert, weil sie uns befiehlt, was sie will, weil sie uns mit ihren Wünschen und mit ihrer Physis erschreckt. Wir versuchen sie oft anders darzustellen, als sie ist, sie zu manipulieren und sie letztlich nicht manipulieren. So wie in der Antike und wie in alten Bildern doch immer wieder diese nackte Frau nicht nackt aussieht, sondern eigentlich beherrschend und bedrohlich. Ich weiß das sehr gut, weil ich mich so lange mit Frauen und Frauenmode beschäftige. Ich kann sie wunderbar zeichnen. Ich war der Beste in der Aktklasse. Ich habe Aktzeichnen unterrichtet an der UdK 7 Jahre, weil ich nicht Design unterrichten wollte, weil ich den Studenten erst einmal den menschlichen Körper, der eventuell bekleidet und doch nie ganz bekleidet werden kann, zeigen wollte. In der Kunst und in der Mode, weil ich es beides sehr beobachte, ist aber ein komischer Stillstand eingetreten. Jetzt dürfen wir alles auf einmal und uns fällt gar nichts ein. Da gibt es eine Iris van Herpen, eine Modeschöpferin, die mit einem 3D-Drucker Kleider druckt, die als Skulpturen erscheinen. Eine Lady Gaga als Mode-Ikone trägt Koteletts. Warum nicht eins mehr, warum nicht eins weniger? Es entsteht kein Wunsch, uns so zu bekleiden, wie es meinetwegen vor 30 Jahren Madonna, oder vor 20 Jahren ist Madonna gelang, wo alle so ähnlich aussehen wollten. Es gibt eine große Verabredung global mit dem Zeitgeist und irgendwie berührt er uns nicht mehr. So sehr berührt uns aber all das, was übrig geblieben ist von diesen ganzen Konflikten, von denen wir gerade hörten, diesen Dekaden, diesen zeitgeschmäcklerischen Eskapaden und Ausgrenzungen, Eingrenzungen, von denen gar nichts übrig geblieben ist. Was bleibt übrig? Die Irritation. Und das Geheimnis ist immer das Gleiche. Da stößt immer irgendwie unser Wunsch nach Symmetrie und Schönheit auf das Wilde, auf das Zerstörerische, was das Erneuernde ist. Venus von Botticelli erscheint auf der Muschel, seltsam kühl und kalt,
entstand wieder aus dem Schauen, der entstand, als einem Gott die Geschlechtsteile abgeschnitten wurden und ins Meer geworfen wurden. So entstand die absolut schönste Frau unserer Vorstellungskraft und bleibt auch unberührbar. Und ich finde das Werk, was wir hier sehen, meiner beiden von mir sehr bewunderten, hochgeschätzten Maler, zeigt eigentlich etwas, was wir nicht ergründen können. Und deswegen hält es uns so lange in Spannung. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind.